Yay. So, Lumen hat Geburtstag. Daumen hoch mal dafür. Hä? Wer hat Geburtstag? Ich! Yay, wie alt bist du? Sieben! Hey, und gleich geht's los. Und Ima muss Ona nehmen. Ich nehme Ona. Aber na, Ona, na. Ich hier kurz ja, einmal. Jetzt sehen wir. Einmal und warten. Einmal kurz und warten. Das ist Verwirrung. Der leidet aber jetzt. Wie lange kann ich den noch füllen? Weiß ich nicht. So, jetzt ist er an. Hallo, ihr Lieben. Meine Schwester hat jetzt heute Geburtstag. Die ist auf der Toilette. Hallo. Wir fangen jetzt an. Oh ja. Okay. Tschüss. Komm! Komm, 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 komm! Happy Birthday, liebe Lume! Oh, so ein Tütchen trauert los! Happy Birthday to you! Was ist denn da los? Ja, kein großes Geschenk. Also nicht schlimm, du bist doch ein Geschenk. Nein, du darfst damit spielen. Lumi, komm! Auspusten, wünsch dir was. Guck mal her. Hey, ja, reicht jetzt. Super. Hast du willst du erst das große Geschenk? Ja! Mama, also willst du erst das große Geschenk? Gadi, du darfst auch dann. Wo ist denn dein Geschenk fürs Gadi? Ja. Kannst du hier okay. Ja, Gadi, ich gebe dir jetzt ein schönes Geschenk. Mann, ich hab dir auch ein Geschenk gekauft. Nächstes Mal ist die Tüste kein Gefallen mit Verpackung. Ein riesen Barbie-Haus. Yay, guck mal, es gibt so schöne Sachen. Das cool. Ich will auspacken. Jetzt machen wir erstmal hier. Was? Ich mache jetzt das kleine. Ja, da brauche ich auch nichts. Hallo. Oh, guck mal. Ich habe schon 1%. Wird es den ganzen Tag jetzt laden? Ja, wir warten mal. Bestimmt umfassend. Ja, und schwupp, es ist schon wieder Montag. Und ich sitze im Auto. Und fahr zur Werkstatt. Jo. Ich bin da. Stunde zu früh, wie immer. Aber so ist es. Mann, oh Mann, bin ich müde. Ich brauche jetzt einen Kaffee und dann geht's langsam los. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kann ich nicht so viel filmen. Freitag geht immer. Gucken wir mal. Falls ich eher irgendwie ein kleines Video für euch zusammenkriege, habt das schon eher. Ansonsten kommt, sehen wir uns erst am Freitag quasi. Oder eben am Samstag, denn am Wochenende mache ich's fertig. Ja, und im Sommer, naja, im Sommer geht's dann wieder richtig los. Da haben wir dann wieder, also nächstes Jahr geht's dann richtig wieder Schlag auf Schlag. Ich erstmal eine Stunde zum Rumgammeln, Kaffee holen, hinten ein bisschen nur schlafen und das war's. Ich sitze hier und warte. Ich bin ja immer früher da, immer eine Stunde zu früh. Der Problem ist, hui, Entschuldigung. Dass es sich für mich nicht lohnt, nochmal nach Hause zu fahren und dann loszufahren. Weil dann würde ich zu spät kommen.
weil das ein anderer Weg ist. Muss ich durch die Stadt und durch die Stadt ruhig länger und ach, das ist alles nichts. Aber wenn, dann komme ich auch zu Hause an und es wird gleich wieder los. Das ist Quatsch. Deswegen komme ich schon ein bisschen früher her, also fahre direkt von der Schule durch. Warte hier. Schau mir die Gegend an. Betriebsgelände. Betonwerk. Naja. Und ja, warte auf den ersten Mitarbeiter oder den Chef. Je nachdem, wer als erstes kommt. Meist der Chef. Morgen ist Hochzeit hier. Hochzeitsfeier. Einer von der Belegschaft heiratet. Und das feiert er hier auf Arbeit. Das muss man auch erstmal machen. Warum nicht? Ich glaube auch nur wenige, die ihre Hochzeit dann auf der Arbeit feiern. Sozusagen. Aber hier ist eine Kantine nebenan. Und die hat er wohl gemietet. Zumindest den einen Raum da, so ein Partyraum. Da wird heute noch geschmückt. Und dann läuft das. Gestern haben wir ein Getriebe ausgebaut vom Citroën Berlingo. So eine Art Hundefänger. Citroën Berlingo, war das genau? Ja, ich glaube ja. Keine Ahnung, wie die heißen. So was wie ein Kangoo. Wie ein Renault Kangoo oder wie ein Peugeot Partner. Also ein Citroën Berlingo wahrscheinlich. Und 1,6er Maschine. Getriebe. Ausgebaut. Mann, war das nackt. Man glaubt ja gar nicht, dass wenn man, wie man seine Hand verbiegen muss, um an manche Schrauben ranzukommen. Das ist unglaublich. Dieses ganze Gewürge da drin. Aber bestimmt 4 Stunden gehangen, nur für den Ausbau. Naja, 4 Stunden nicht. Das ist Quatsch. Das Problem ist, dass an mancher Schraube hast du schon 20 Minuten gehangen. Weil du einfach nicht partout nicht gegriffen gekriegt hast. Und immer nur so ein bisschen gedreht und dann ist es wieder abgerutscht. Unglaublich. Wenn man es ja auch noch nie gemacht hat. Muss man nur dazu sagen. Hat schon ein bisschen gedauert. Ja, Getriebe ausgebaut. Kupplungsschaden. Kupplung neu. Neue Rennen gebaut. Und ja. Und das war's. Und dann wieder eingebaut. Erstmal die Triebe angeflanscht. Ja, und heute machen wir den Rest. Dann machen wir alles andere wieder ranbauen. Alle zubauen, wegbauen und Probefahrt. Und dann habe ich mir eigentlich gesagt, dass heute dann Feierabend ist. Weil heute steht nicht weiter auf dem Plan. Das wäre heute die Aufgabe zu lösen. Und das war's. Ja, na gut, okay. Also klar, irgendwie kann ich mich nicht richtig konzentrieren. Ich muss erstmal wach werden. Also wir sehen uns dann vielleicht später wieder. Moin! Donnerstag schon wieder, yay! Oh Mann ey! Ich bin ein bisschen erkältet. Am Dienstag habe ich das Altöl fast. Das lief das Altöl nicht mehr ab. Typische Praktikantenaufgabe. Habe ich das erstmal auseinandergenommen und gereinigt, den Abfluss da zumindest. Nicht das ganze Fass, geht ja nicht. Aber alle Verbindungsstücken und Ventile sozusagen. Dann ging auch das wieder. Danach haben wir noch kurz den, war doch kein Citroën Berlingo, sondern Peugeot Partner. Mit dem Kupplungsschaden sozusagen. Den haben wir danach noch wieder komplett zusammengesetzt. Fährt. Ja. Was war noch? Ja, dann war Feierabend für mich. Dann bin ich nach Hause. Hab mich ein bisschen um die Family gekümmert. Ein bisschen früher als sonst. Hat sich Marlies sehr gefreut. Und am Mittwoch gestern war ja die Hochzeit. Und dann bin ich mit Marlies wieder hingefahren. Marlies hat zum ersten Mal die Werkstatt gesehen. Und dann haben wir gratuliert zur Hochzeit. Fertig aus. Später sind wir noch Laternenfest gewesen mit der Kita.
mussten wir auch, wir konnten nicht so lange bleiben, dann mussten wir schnell wieder weg zum Laternenfest. Und dann war alles schick. Leute mal an, nachdem sie sich weggekomert haben. Der Jan, der die Hochzeit gefeiert hat, der wird wohl nicht kommen. Und die anderen mal schauen. Ja, das war der kurze Lagebericht. Also nicht viel Neues dazu gekommen. So, Mensch, wäre ein schönes kleines Video. Die Klammern haben bestimmt einen Klick, den man hier aufmacht. Genau, den wollte ich mir jetzt angucken, nachdem ich vielleicht das hier erstmal befreit habe. Oder sollte ich das vorher machen? Ja, ich glaube, nach oben rausdrücken und erstmal die Schläuche ab ist schon sinnvoll. Nach oben drücken geht gar nicht so richtig, ne? Nee, wegen dem. Klammern, wie die aufgehen, weiß ich auch immer nicht. Das ist eine Reflexummantlung. Das ist doch schon alles ziemlich voll gesagt. Na, gut, dass ich heute eine große Auffangschale mit dem Rand habe. Soll ich die mal holen? Och, naja. Hält's ja. Noch hält es ja! Das wird nicht gleich runterfallen. Was seid ihr gekauft? Na, hatte ich schon. Jetzt. Kommt mir ja super ran. Ach, guck mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man muss auf den farbigen Teil drücken und dann kann man es rausziehen. Das wäre total sinnvoll. Von beiden Seiten. Möglich. Grün-Weiß, mehr ist es eigentlich nicht, ne? Weiß ist Ausgang, grün ist Eingang, kann man sich auch merken. Geht schon los, geht schon los. Läuft schon. Also, ich ziehe sie mal alle ab. Oh, da kommt man aber bescheiden ran. Was sind das, was haben die für Finger, die Mitarbeiter dabei? Dacia. Wollte schon beinahe sagen, Skoda. Die haben bestimmt so eine Zange, wa? Mit Sicherheit ein Spezialwerkzeug. So. Splint ziehen, 3 Sekunden warten, wegrennen. Genau, werfen vergessen. So, alter Filter raus, das Teil rausklicken, alle Teile abmachen, Splint raus, das Teil raus. Jetzt bauen wir das wieder ein. Einfach reinklicken? Was? Einfach reinklicken? Und Eingang und Ausgang nicht vertraut.
War für alle zum Mitschreiben. So. Naja, na klar, so muss es aussehen. Muss aussehen wie eine kleine Mickey Maus. Alright. So, ein Bauch. Genug jetzt. Fertig ist der Lack. Also schön auf die Plastikteile aufpassen, das bricht wohl immer ab. So, gut. Und das war's, ja? Fertig. Wie sieht das aus? Dann machen wir jetzt die Verkleidung hier ran, offensichtlich. Willst du jetzt erst schauen, ob er läuft, oder gleich Verkleidung ran? Ja, ich würde erst anschlafen. Gut. Kein Problem. Ja, Strom ran, Rad dran, fertig. Yay. Papi, Mama, Papa, wo warst du? Papa, wo warst du? Zu Lernstadt. Werkstatt. Wir haben morgen freigenommen. Für euch. Dann nehme ich ganz viel. Das, Papa. Die Woche ist oben, da guckt er komisch, ne? Was ist denn das? Der guckt komisch. Und die Leute. Was, Papa, was esse ich? Warte mal, riech mal. Das schmeckt lecker. Schön, so soll es sein. Wer hat denn den Stift hier doch nicht mitgenommen, den Stift? Simon? Stift. Kluge Baustoffe, Bauelemente. Wollt ihr den haben? Na, gib ihn mir. Tja. So. Ich hab das Stück Kuchen. Ja, nur so ein kleines. Das ist der Kuchen. Mein Kaffee? Und das ist der Kuchen. Das ist zu viel, denn. Ich hab auch zwei getrunken. Ja, wir brauchen einen und dann bei dir. Aber da ist dein Kuchen. Ah, wegen Ona. Ihr Papa hat dein Kuchen. Ah, bin ich gleich wieder da. Wegen der Milch, weißt du. Hey, komm schon. Ich hab schon einen Bleistift, der Fassadenplatten von Frenzeli. Mama, und wo denn? Das Waschbecken. Das soll man nicht. Ja, das brauch ich halt. Mama, das soll man nicht. Wenn es wegfliegt, das kann man aber deswegen. Baubleistifte ohne Ende. Die Sacken, die Sack.
Punkt. Nein, jetzt habe ich Punkt. So, danke Stabilo, schreibt auf überall. Du wolltest Kaffee und Kuchen und bist gar nicht da. Ja, ich bin jetzt nur wegen dir hier und bin schon fertig. Ich bin nur nicht fertig. Aber ist gut, nennt man das. Nee, ist krank. Ich bin krank, liebe Leute. Wollte ich noch sagen? Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Nein, lasst es mir schmecken. Danke schön. Ich habe deinen auch vergessen. Er fragt es diese Woche ein ganz kurzer Vlog. Benzinfilter tauschen mit Dacia. Logen. Tut mir leid. Nee. Da ist halt nichts Interessantes Mama passiert die Woche, oder? Hatten wir noch was Interessantes die Woche? Mama, ich komm gleich. Ich muss zu Oma eigentlich. Ja, ihr sagt, der Jan hat geheiratet. Ey, mein Mitarbeiter sozusagen, also nicht mein Mitarbeiter, sondern mein Kollege. Nein, Mama. Meckert so mit mir, dass ich abhaue und jetzt puff, weg ist er. Ja. Also mein Kollege hat geheiratet, da. Konnte ich aber nicht filmen, ist ja auch nicht. Und ansonsten war ja nichts. So richtig aufregende Sachen habe ich nicht gemacht die Woche. Was ich sagen muss, ist, dass die Skadi absolut am Meckern ist in letzter Zeit. Ja. Die hat sich total verändert. Oh, ist gerade wach geworden. Oh, so dicke Augenmasche, fein. Süß aussiehst. Ja. Ja, und die Ona war krank ein bisschen. Oder ist immer noch ein bisschen krank. Ne? Dicke Erkältung. Ja, die hat eine dicke Erkältung. Ja, und das war's für die Woche. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Nehme ich mal an. Also hoffe ich und dann sage ich mal bis dann. Alle Tüte, ciao, bleibt uns treu. Auch wenn gerade nicht so viel ist. Und ja, bis dann. Ciao.